Hallo zusammen, heute machen wir ein unglaublich leckeres Hirschpfeffergericht aus dem Dutch Oven. Ihr wisst, was das bedeutet? Zeit, den Grill anzuschmeißen. Das hier sind gut 1,5 Kilogramm Hirschgulasch vom Oberpfälzer Hirsch, sprich von der Metzgerei Lotter Oberpfalz Beef. Ich verlinke euch das mal unten drunter, könnt ihr euch ja mal anschauen. Jetzt fangen wir an, das Ganze zu marinieren. Wir nehmen dazu 3 Zwiebeln, wir nehmen 1,5 bis 2 Knoblauchzehen, mehr oder weniger fein gehackt. Und dann kommt dazu 100 Milliliter Rum und 100 Milliliter Olivenöl. Als nächstes geben wir noch ein paar Stängelchen frischen Rosmarin mit dazu. So sieht das aus. Am besten in der Größe wählen, dass man es danach auch nochmal rausbekommt. Und dann einmal vermengen. So, wenn wir dann soweit sind und haben unsere Marinade und das Fleisch fertig miteinander, dann stellen wir dieses in den Kühlschrank für 4 bis 6 Stunden oder über Nacht. Man kann das Ganze richtig schön durchziehen, bekommt ein cooles Aroma. Als nächstes nehmen wir uns unseren Dutch Oven und fangen an mit Speck. Das hier sind 250 Gramm, das ist der Gerwinath Bacon, Landschlachterei Gerwinath. Für den Fall, dass ihr das noch nicht kennt, das verlinke ich euch selbstverständlich auch unten drunter. So, diesen Bacon lassen wir jetzt ganz langsam im Dutch Oven aus. Ihr seht, ich bin mittlerweile in meinen Videos hin und wieder auf den Gasgrill umgeschwenkt. Macht die ganze Sache von der Temperaturkontrolle eigentlich noch einen Ticken einfacher. Und wenn das Wetter so uselig ist, dann fange ich an, unter die Bequemen hier zu gehen. Als nächstes benötigen wir 2 Esslöffel Tomatenmark, so wie sich das gehört, Tomatenmark mit dazugeben und eine Weile mit anrösten. So, ich verteile das dann einmal so in der Mitte und wenn das dann nach ein paar Minuten einigermaßen angeröstet ist, dann vermische ich das mit dem restlichen Bacon. Ich liebe es, um diese Jahreszeit Dutch Oven Gerichte zuzubereiten. Da gibt es noch ein paar mehr von in den folgenden Wochen. Bleibt auf jeden Fall dran. Natürlich findet ihr wie immer in der Videobeschreibung die kompletten Zutaten für dieses Gericht und auch den ein oder anderen sinnvollen Link. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. So, wenn wir dann Tomatenmark und Bacon in der Mitte wieder einigermaßen zusammen haben, dann nehme ich mit einem Schöpflöffel mit einer Schöpfkelle, die Fleischstücke aus der Marinade. Also natürlich mit den Zwiebeln zusammen und dem Knoblauch, soweit das geht, aber möglichst ohne die Flüssigkeit. Das passt jetzt in dem Fall ganz gut, das ist ja mein 12er Lodge. Hier passt genau diese Menge mit dem Bacon, der Tomate und dem Außen drumherum. Und dann lassen wir das dort auch etwas anrösten. So, ein paar Minuten später sieht es dann so aus und jetzt vermengen wir Bacon, Tomate und unsere Gulaschstücke. Und auch diese Masse lassen wir dann noch ein paar Minuten drauf stehen, um sie weiter anzurösten. Hui, sehr gut. Ich finde, es macht sich. Ihr seht, wir bekommen langsam etwas Dampf auf dem Kessel, im wahrsten Sinne des Wortes, und können dann die Marinadereste nehmen und diese mit hinzugeben. Also ist das ja der Cognac und so weiter und so fort. Dann einen halben Liter Rotwein. Ja, und dann Deckel drauf. Und dann mal so gepflegt für 2 bis 3 Stunden bei 180 Grad im Dutch Oven köcheln lassen. So sieht das Ganze dann aus. Wenn man das Ganze vermengt, wird man irgendwann merken, dass das Ganze immer weiter einkocht und immer weiter sämiger wird. Das hier ist so ein Zwischending. Ich glaube, ich hatte es am Ende etwas mehr als 3 Stunden lang im Dutch Oven und habe es kochen lassen. Da seid ihr so ein bisschen frei, je nachdem wie viel Wein ihr dazugegeben habt. Wenn ihr merkt, dass die Flüssigkeit etwas weniger wird, einfach noch einen Schuss Rotwein mit dazugeben oder halt Brühe. In dem Fall kommt auch sehr gut Fond oder Brühe.
Und ja, wir nähern uns. Seht ihr, das Fleisch wird weicher, die Farbe wird dunkler, die Konsistenz wird sämiger. So, die Stücke werden kleiner, die Sachen fallen langsam auseinander. Ein echter Traum. Gegen Ende schmecken wir das Ganze noch mit Salz und Pfeffer ab. Und dann sind wir eigentlich auch fast schon am Ende. So, ich zeige euch jetzt nochmal kurz, wie wir das Ganze anrösten. Möchte mich aber natürlich jetzt schon mal für euer Zuschauen bedanken. Würde mich natürlich wie immer über einen Kommentar freuen und über einen Daumen nach oben. Falls ihr noch nicht Abonnent von 0815 Barbecue seid, müsst ihr das unbedingt nachholen. Und zwar kommt gleich das Logo auf der linken Seite vom Bildschirm. Einfach draufklicken und ihr verpasst so kein Video mehr. Da gibt's noch ganz viel. Jetzt noch einen Schlag saure Sahne hinzu. Einen kleinen Schlag Preiselbeeren. Und dann habe ich von meinem Kumpel Lars, dem Ruhrteil-Griller, vom letzten Blogger-Meeting eine Idee geklaut. Zerbröselte Nachos. Er hatte das damals mit auf seinem Chili. Wir haben das jetzt hier mit auf unser Hirschpfeffer. Zack. Sieht nicht nur geil aus, schmeckt richtig, richtig lecker. Und ich denke, ich werde das jetzt mal probieren. Wie gesagt, wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Aktuell die Schlagzahl auf 0815 Barbecue ganz hoch. Da kriege ich was hin. Ja, wie gesagt, teilen, liken, kommentieren, Bewertungen da. Besucht auch meine Fanpages, Facebook und Instagram. Die Links sind auch unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.